Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3 mit mir, dem Partian LP. Jetzt habe ich auch schon den Nachteil der ersten Pistol sofort gesehen. Ja, da vorne ist eine Treppe. Die führt direkt zum Büro des Executors. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Oh, fuck it. Wo sind denn die Gegner da hinten? Aha, so läuft der Hase. Aber wir bleiben trotzdem bei der. Da geht's halt fröhlich weiter mit der Action. Der rollt sich da um die Ecke. Okay, was gibt's da so zum Holen? Medizinische Station, vielleicht ein Café oder so? Credits? Nö, ansonsten gibt's da nichts. Bei den Kommunikationstürmen. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir weg sind. Sieht übel aus, was hier passiert ist. Jetzt haben wir schon so Stress mit dem Geth. Dann auch das noch. Bailey, den Executor und zwei salarianische Leibwächter hat's wohl erwischt. Verdammt. Also gut, suchen Sie weiter. Wenn Sie die Leiche der Ratsherrin nicht finden, schreiben Sie sie nicht gleich ab. Hab sie gefunden. Anscheinend unverletzt. Bringen Sie sie in Sicherheit. Da ist ein Attentäter. Von dem wir gelesen haben wahrscheinlich. Was ist das? Denken Sie nicht mal dran. Shepard, er wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Udina plant einen Putsch. Die anderen Ratsmitglieder laufen direkt in eine Falle. Ach du Scheiße. 3 gegen 1. Es ist vorbei. Nein, jetzt macht's erst richtig Spaß. Wer ist das? Er hat ihn dennoch getroffen, war ja klar. Dafür werden Sie bezahlen. Täter, er entkommt. Er ist vermutlich hinter dem Rest des Rats her. Machen Sie publik, dass Udina die Macht an sich reißen will. Ich muss zu den Ratsherren. Der Udina dreht auch durch. Platz auf dem Präsidium gebracht. Fahren Sie. Ich werde versuchen, Sie zu erreichen. Tatü, tata. Ich habe die Position des Rats. Ich sende Sie an Ihren Wagen. Gute Arbeit, Bailey. Wir sind fast da. Ach du Scheiße, Alter, was ist das? Boah, den will ich so in den Arsch treten, wenn der mir mal in Gameplay in die Finger kommt. Dann wird er schon sehen, was er davon hat, dass er mein schönes Polizeiauto kaputt macht. Ich bin jetzt zu Fuß unterwegs. Haut ab, genau. Erreichen? Negativ. Die Wachen sind tot. Aber wir empfangen noch Lebenszeichen von den Transpondern des Rats. Alte Säcke. Zum Shuttleplatz über Schallmann. Okay, Phantom. Udina ist bei Ihnen.
Ach du Scheiße. Was geht mit denen ab? Ich bin unterwegs. Da ist er. Cerberus Phantom. Boah, scheiße, wenn die mir zu nahe kommt, der hat mir... Ich weiß nicht, ob das jetzt das Phantom war. Aber auf jeden Fall Schaden hat der mir richtig genommen. Komm schon wieder den nächsten Gegner oder was? Kommen wir halt von der Seite. Boah! Dachte schon, wo ist die? Achso, ist ein Nemesis. Kein Phantom. Schon erledigt. Wieder ein Nemesis. Mit denen auch nicht zu spaßen ist, die sieht man schlecht. Tut weh, oder? Wenn man so in Flammen aufgeht. Und drüber. Die wollen einfach nicht stillhalten, was? Nee, nicht wirklich, Leute. Ach, scheiß Nemesis. Okay, so schwer sind die doch nicht. Oh, fuck it. Abhauen. Wo ist dieser Nemesis? Ah, dieses Phantom. Ah, visiert mich da richtig an. Wie bei Splinter Cell, das Nachtsichtgerät hat sich das angehört. Wo ist er denn? Das Phantom, der Opa. Boah, komm, von allen Seiten, so richtig Deckung haben wir aber nicht. Der schon mal erledigt. So, mal richtig in die Fresse reingehauen. Nochmal. Muss man halt zweimal raufhauen. Okay, wo geht's weiter? Schauen wir mal. Schalma Plaza. Oder Palzer. Kann man nicht kaputt schießen? Schade, wollte ich mal testen. Sie haben sie hinter sich verriegelt. Okay, müssen wir darüber. Da liegt nichts, okay. Dann gehen wir halt da durch die Gänge. Ist auch kein Problem für uns. Okay, aber wo geht's jetzt weiter? Hier? Ja. Hinter den Fronten sind wir jetzt. Hier liegen mal einfach so Credits herum. Alles klar. Geh mal da nach vorne, Garrus. Oder daher. Oder doch nicht. Ja, toll. Ich bin am Schalmer Plaza. Wo ist der Rat? In einem Fahrstuhl. Sie versuchen zum Shuttle-Dock zu kommen. Jemand folgt ihnen. Mal Granate. Mit einem Schwert. Na toll. Der mit dem Schwert gefällt überhaupt nicht. Na komm doch. Wir versuchen es. Yara! Ich hoffe, der mit dem Schwert ist weg und Bailey schafft es. Wieder zum Maschinengewehr. Aber wieder auf Feuer.
Mit der Shotgun gegen die großen Dinger ist immer ganz gut. Also es geht gut. Da unten wäre mal soweit alles clear. Habe ich so den Eindruck. Da geht es nirgends weiter. Da gibt es auch nichts zu holen. Also schauen wir oben weiter. Meine Fresse, was ist denn das für ein Arschtyp hier? Richtig gay in seinem engen Lederanzug. Nichts, dass ich was gegen Schwule habe, aber das halt offiziell. Okay, ich bin im Schaft. Festhalten, das wird eine schnelle Fahrt. Sagen Sie mir, dass der Attentäter den Rat noch nicht erreicht hat. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön. Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist darunter. Okay, das hätten wir mal geschafft. Achtung, Phantome! Wo denn? Boah, fuck it! Boah, 6, 7! Ich brauch Leben. Oh, immer in Bewegung bleiben gegen diese verdammten Phantome. Oh. Ach du Scheiße, die hasse ich. Und dann auf dem engen Braun noch? Shepard, schlechte Nachrichten. Was denn? Gibt's denn noch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Er ist auf dem Weg nach oben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kümmere mich darum. Da kommen sie! Wo denn? Auf der Seite. Oh Gott. Ich weiß einfach nicht, wo ich mich verstecken soll. Ich bleib mal bei denen. Shepard? Ich sehe sie. Springen! So muss es sein! Wir geben ihnen Feuerschutz! Los! Okay. Haben Sie das gespürt? Beschuss! Runter! Nee, Ashley! Los! Cerberus hat das Shuttle getroffen! Alle zurück zum Fahrstuhl! Shepard? Shepard blockiert uns. Er gehört zu Cerberus. Alle durchhalten. Shepard, was geht hier vor? Gehen Sie aus dem Weg, Ash. Das kann ich nicht. Ganz ruhig bleiben. Shepard hatte zugegeben, für Cerberus zu arbeiten, und das ist sicher immer noch so. War wohl keine gütliche Trennung. Die Marsleichen waren alle von Cerberus. Hier sehen Sie, wie Ratsherrin Eschiel im Hauptquartier von C-Sicherheit von Commander Shepard erschossen wird. Dafür werden Sie bezahlen. Brauchen Sie noch mehr? Shepard? Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die Sie alle erschießen, sobald Sie die Tür öffnen. Was Shepard sagt, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Zurück, sonst erschießt sie einer ihrer eigenen Marines. Ash, der Einsatz ist zu hoch. Vertrauen Sie mir. Ich mag ja vieles sein, aber kein hinterhältiger Attentäter. Was wären Sie dann? Udina, weg da von der Konsole. Zum Teufel damit! Schieß ihn! Boah, sie hätte nicht sterben dürfen. Und die Tür sichern.
Die Tür! Bailey. Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben sie bereits alles im Griff. Es stimmt also. Wir waren in Gefahr. Aber ich verstehe nicht. Sie sagten, Cerberus sei hier. Cerberus war hier. Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin. Ganz offen, Shepard hat sie gerade alle gerettet. Dann schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Für unser Leben und für das Abkommen mit den Primarchen und den Proganern, das ich nie hinbekommen habe. Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Shepard, haben Sie eine Ahnung, was Cerberus damit bezweckt hat? Ganz ehrlich? Nein. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Kommt da noch wer? Nee. Ja. Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadel noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Ich werde immer die Oberhand behalten, du kleiner Bastard. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Dieselbe VI hat Udina vermutlich manipulierte Aufnahmen von Ihnen verschafft. Der Typ ist ein Profi. Aber er ist sterblich. Er wird einen Fehler machen. Da wäre ich gern dabei. Wir haben heute viele gute Männer verloren. Ich muss mich um die Verwundeten kümmern. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Werde ich machen. Und ich sage auch, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir schauen, was wir denn zu tun haben jetzt nach diesem Putschversuch von Udina. Ich sage danke fürs Zusehen, euer Patzian LP.